Wer ist das, Toni? Du? Was wollte dieser Toni? Tanzen. Tanzen. Ja, Tanzen, Flamenco, es gehört einfach zu mir. Fing mit circa 5, 6 Jahren damit an, da die Schwester, mein Vater alle mit Flamenco zu tun hatten. Hat leider natürlich einen Knickpunkt gekriegt, da ich nicht mehr es schaffen kann, da mitzuhalten. Konditionsmäßig, ästhetikmäßig gefalle ich mir schon selber nicht mehr beim Tanzen. Wann und wo bist du falsch abgebogen? Was ist passiert? Wann war dieser Moment, wo du denken kannst, okay, da, wenn das nicht passiert? Oder wann war. Alles gut. Du kannst auch besser laufen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, wann? Also, richtig klar geworden ist es halt der Familie. Das sie hat alle ein ungesundes Leben. Ja. Eine 60 erreicht haben. Durch Bluthochdruck, schlechte Ernährung. Und da möchte ich nicht hin. Ich will länger für meine Familie da sein. Dass du ein bisschen zu faul bist. Ich mag das halt nicht, dass du die ganze Zeit am Computer bist. Und wenn ich dich mal frage, ob du mit mir spielen möchtest, sagst du immer nein. Ich bin zu müde. Also nach der Biggest Loser, wenn ich das schaffe, einfach das alles loszuwerden, diese Trägheit, dann werde ich auf jeden Fall mehr unternehmen. Dann gehen wir immer im Schwimmbad rein. Und wenn du mich fragst, Papa, spielst du mit mir, spiele ich mit dir. Bis du kaputt bist und mit vor Müdigkeit einschläfst. Im Stehen. Baby. Deswegen bist du hier. Ja. Genau deswegen. Und größere Motivation kann man nicht haben. Du möchtest das für deine Gesundheit machen. Du weißt, du brauchst das. Wenn nicht, darüber. Ja. Ja. Aber das schaffe ich schon. Ich möchte, dass du jetzt Gas gibst. Für dich und deine Kleine. Und du möchtest hier so lange wie möglich bleiben, damit du auch ein gutes Vorbild für dein Kind sein kannst. Okay. Ja? Ich hätte ehrgeiziger sein sollen. Ich hätte mehr an mich glauben sollen, Dinge zu schaffen. Ich war einfach zu viel mit falschen Freunden unterwegs. Ich habe kaum zu Hause auf meine Mutter gehört. Bereust du das? Mich selber nicht vergessen sollen, mehr auf mich achten, mehr Arbeit in meine Ziele und Träume reinstecken sollen. Mhm. Zeig mir mal, wie ehrgeizig du ab jetzt in deinem Leben sein willst. Und komm. Wenn alles einfach tun, dass meine Mutter stolz auf mich ist. Zeig mir, wie sehr du es willst, komm! Power durch, komm! Power, komm! Weiter, 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 komm! Es war so ein geiles Gefühl, einfach mal alles rauszuhauen. Genau jetzt kannst du es zeigen, genau jetzt! Jetzt kannst du es zeigen, jetzt! Los, komm! Reiß raus, komm! 2, 1. Nie mehr aufgeben. Nie mehr aufgeben. Ich habe mich so frei gefühlt. So. Ich habe eine ganz andere Energie wieder neu gespürt. Und es hat einfach echt gut getan. So, Jürgen, wie sieht es denn aus bei dir? Könntest du einsteigen? Eigene Einschätzung? Wenn ich zu Hause 500 Meter gehen musste, war ich außer Puste, sagte, mein Rücken tat weh und es geht nicht. Und das kann ich mir hier nicht leisten. Schaut euer Foto an.
voran. Komm, dreht euch und wir machen weiter. Knie hoch. Drei, zwei, eins. Super. Sehr schön. Was würdest du das Kind sagen? Vieles. Was viel denn? Zu viel. Was möchtest du sagen? Oh. Mann, ey. Ja. Oh. Ich möchte, dass du selbstbewusst durchs Leben gehst, dich öffnest. Excuse me for a while, while I'm wide-eyed and I'm so damn cold in the middle. Dass du dein Leben lebst, du hast nur ein Leben. Und das sollst du von klein an nutzen. Ja. Das ist aber die Vergangenheit und das können wir nicht mehr ändern. Ja. Aber was du ändern kannst, ist, was du von diesem Moment, ab diesem Moment machst. Ja? Und ich möchte, dass du alle diese Sachen, die du jetzt schon gesagt hast, dass du das jetzt selber glaubst. Ja? Und selber genau das machst, weil das ist, was du wirklich möchtest. Ja? Kinder brauchen jemanden, der den richtigen Weg zeigt. Und deswegen ist es nicht ihre Schuld, wenn das Leben einfach dann so ein bisschen in die falsche Richtung geht. Mach dich selber stolz, mach mich stolz, mach das Mädel stolz. Und jetzt 30 Sekunden, sprint auf der Stelle, Vollgas, komm, alle. Genauso wie Melissa, komm, Gas geben. Komm, Gas geben. Jawohl. Ich denke mal, dass es schon wichtig ist, auch in die Vergangenheit zu schauen, um in der Zukunft einfach vieles besser zu machen.